Ja, ein Grund weniger aufs Pferd zu steigen. Oh, du bist doch unfähig hier, ja. Ja, damit wieder nun herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Far Cry 6, Folge 14. Boah, kann die Fliege sich mal verpissen hier. Das ist ja das Letzte. Der Sunny rettet euch auch nicht. Der Supremo ist bereit. Ja. Durch Jagdgebiet. Man, es gibt hier alles. Das ist ein Multimedia-Spiel, Alter. Multi. Nice Typen. Ah, warte mal, ich sollte mal probieren, ob ich meine Muni wieder kriege zufällig. Zack, zack, zack. Yes. Ja, guck mal, so viel. Nice, 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 nice. Mehr Muni für mich. Kommen aber immer mehr, immer habe ich den Eindruck, ne? Egal. Gehen wir schnell weiter, bevor noch mehr Pfeifen kommen. Jetzt müssen wir endlich mal wieder zur Hauptmission fahren. Huch. Was ist das denn? So, zack, zack. Jetzt will ich jetzt gar nicht wissen, was jetzt hier noch alles ist auf dem Weg. Ich fahre jetzt hier erstmal die Straße lang. Da werden wir ja noch sehen, was wir finden. Ist da direkt noch eine Kiste? Nee, ne? Okay. Ja, scheiß auf, Digga. Ich muss jetzt nicht jedes Ding hier mitnehmen. So, Tabakplantage. Auf geht's. Warte mal, dann muss man hier. Warte mal, so. Ja. Sound, die Handbremse zu ziehen, so eine schöne Analoge. Yo, okay, Moment. Okay, da ist ein Panzer, damit mache ich nichts. Das ist eine Nummer zu groß. Wobei, ich habe ja ein Supremo, aber naja. Scheiß was drauf. Jetzt war's drauf. Alter. Insekten gibt's doch schon fast nicht mehr. Ah ja, lass mich mal hier. Bum, 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 bum. Yeah.
So, das habt ihr jetzt davon. Ganz ehrlich. Meine Karre hat aber ein bisschen gelitten jetzt. Ein Paradiso, Alter. Kaputt? Wahrscheinlich nicht, ne? Oh, doch. So. Hier hat die Flagge die falsche Farbe. Meine Raben, ihr Raben. Ich habe euch versprochen, in Zeiten des Ruhms wie in Zeiten der Niederlage immer die Wahrheit zu sagen. Clara Garcia und ihre Libertad-Terroristen haben unsere Marine attackiert und unsere Blockade durchbrochen. Jetzt können diese Tiere an jeder Küste Yara Chaos und Zerstörung verbreiten. Aber wer die Wahrheit der Yarana gibt es nicht zu befürchten. Unsere Armee hat den Eid geleistet, euch mit aller Kraft zu verteidigen und unser Paradies zu beschützen. Und sie sind bereit, diese Terroristen wie einen Krebs herauszuschneiden. Das ist kein Versprechen, das ist die Wahrheit. Heute kommt keine Verstärkung, ihr Säcke. Ihr Saftsäcke, wenn ich bitten darf. Finde Espada. Okay, alles klar. Bisschen umgucken. Kann ja auch nicht schaden. Mit dieser Espada ist nicht so scheiße. Noch eine Leiche. Ja, die hat auf jeden Fall Spaß. Was haben wir hier? Libertad wird organisierter. Es gab in der gesamten Region wiederholte Versuche, die Feldproduktion zu zerstören. Es wird Zeit, dass ich etwas unternehme. Eine Überwachung rund um die Uhr etablieren, um Bewegungen und Aktivitäten nachverfolgen zu können. Sich eine Strategie für einen Gegenangriff überlegen, Beförderung erhalten, Geld einstreichen. Hm, wow. Masterplan, Alter. Masterplan. FND-Beschaffungsdienste. Die Tabakplantage Castillo Signoral benötigt eine höhere Anzahl an Parias pro Woche. Aufgrund kürzlicher aufführerischer Aktivitäten des allgemeinen Verschleißes von Arbeitskräften und eines unglücklichen Vorfalls mit ungehorsamen Soldaten benötigt die Plantage 10 weitere Parias pro Woche zusätzlich zu den bisherigen 20. Wir sind darüber hinaus dankbar, dass sich diese Anfrage in Erwägung ziehen. Morales C, CPT. Hier ist das gleiche. Auch hier jedes hoch. Für nichts geht's hier hoch. Also. Okay, da soll irgendwas sein. Also, ja, gehen wir mal. Okay, da ist jemand. Das Schwert? Man sollte sie Messer nennen. Es wächst in unserem Garten. Fantastico. Bitte. Inga, sie ist verdammt gut. Was macht die Virus so durch und durch alarmisch? Scheiße, was geht denn da oben ab? Okay. Unsere Bauern züchten den veränderten Tabak auf unseren Feldern. Unsere Arbeiter verpacken es in unseren Fabriken. Und gibt es ausländische Investitionen?
Bitte beachten Sie, dass die Folgen für die Soldaten einen Monat lang gekürzte Bezüge erhalten und 3 Monate lang, wann immer möglich, die Nachtschichten und Kantinendienst übernehmen. Edwin Almonte, Samantha Lopez, Erika Cruz. Dies möge als Warnung für alle Soldaten gelten, die in Betracht ziehen, an einer Partie Superschach teilzunehmen. Die Parias sind Eigentum der FND und sind dementsprechend zu behandeln. Boah, kacke, ne? Ich habe Angst davor, dass unser Land vergiftet wird und unsere Familien geschunden werden. Nein! Bitte! Camilla La Espada Montero. Wer verdammt bist du? Dani, von Libertad. Bist du die kleine Montero? Die kleine Montero. Fick dich, Fili. Ich muss mit deinem Vater sprechen. Clara will ein Abkommen schließen. Claras Name bedeutet hier gar nichts. Du arbeitest für Clara Garcia? Du bist Carlos Monteros Tochter? Bitte töte mich nicht. Sag mir, wo dein Teniente ist. Versprech mich nicht zu töten. Cayo Villarreal! Cayo Villarreal! Das ist Josés Privatinsel. Hast du alles? Nein. Aber es ist genug. Und der? Und der sagt seinem Boss, José Castillo, dass ich all seine Tenientes töten werde, einen nach dem anderen. Nur zum Spaß. Danach befreie ich alle Parias, die diesen beschissenen Tabak herstellen. Das tue ich für mein Volk. Und schließlich sagt der José, dass ich ihm die Kehle aufschlitze, genau hier. Und das tue ich für mich. Ich glaube, ich muss das aufschreiben. Sag dem kleinen Schweineficker einfach, Espada war hier. Und sag deinen Freunden, sie sind im falschen Team. Gehen wir zu Papa. Wir nehmen die Pferde da draußen. Okay. Ich hab auch eine Karre, also. Klingt, als hätten sie deine aufgeschlitzten Leichen gefunden. Das Militär wird uns am Arsch hängen. Ja, ein Grund weniger aufs Pferd zu steigen. Soldaten am Boden! Wir haben Ärger! Da drüben! Du bist doch unfähig, ja, ja. Schon mal. Scheiße, ne? So viel zu leise. Gehen wir. Ja, was willst du machen, wenn die hier schon überall stehen? Hier lang, na los. Bin hier auf den und Fersen. So weiter. Ich hab eigentlich noch gehofft, ein paar Munition mitzunehmen, aber naja. Man kann nicht alles haben, ne? Fall dich zurück, bald reiten wir. Das ist alles okay. Finger, hast du dein Pferd geschrottet oder was? Ja, hallo.
zu wenig Schuss dafür jetzt. Ist auch ein Panzer, Alter. Oh, ja. Ganz gut. Das ist doch gut gelaufen. Los. Okay, ich glaube, wir haben sie abgehängt. Sie, geschafft. Du reitest gut. Schlecht bist du auch nicht. Wo hast du gelernt, so zu schießen? Militärakademie. 16 bis 21. Das können wir gebrauchen. Ich mix auch richtig gute Mojitos. Das glaube ich erst nach einer Kostprobe. Seit Wochen hatte ich nichts außer Felis Klärgeruch-Scheiß. Ich tu mal so, als wäre das nicht ernst gemeint. Tja. Castillo scheint das Leben hier draußen ziemlich erschwert zu haben. Sein Neffe José ist für uns das wahre Problem. Wir nennen den kleinen Bastard Napoleon El Pequeño. Kleiner Napoleon? Süß. Der Name ist süßer als der Mann. Die Monteros sind schon seit 200 Jahren auf diesem Land. Jetzt hat der Sklavenlager für diesen Vivir-Effekt rausgemacht. José drückt unseren Leuten eine Pistole an den Kopf und lässt sie pausenlos arbeiten. Der Comemierda hat sogar meinen Papa geholt. Er war zu lange auf dem Feld. Das Gift hat ihn krank gemacht. Auch wenn es nie zugeben würde. Jetzt führt Papa seine eigene kleine Revolution an. Ihr werdet Libertad brauchen, wenn ihr Castillo aufhalten wollt. Du bist nicht die Erste, die mir das sagt. Aber Papa hat seinen Stolz. Er vertraut nur seinen eigenen Leuten. Entweder bist du ein Montero oder ein Nino. Du willst also sagen, dass ich am Arsch bin? Ich weiß nicht, bei dir könnte es anders sein. Du bist nicht wie die anderen, die Clara geschickt hat. Und vielleicht wird er dich mögen. Vielleicht. Vielleicht. Wie weit ist es noch bis zu deinem Lager? Dauert nicht mehr lang. Hast du es eilig? Nein, nein, schon gut. Ist ein gutes Training. Folgen wir einfach mal. Folgen wir mal. Was ist hier los? Du bist jetzt im Westen, Guerriera. Das Schwert und die Heldin. Schön, dass ihr beide lebt. Du hast sie also gefunden. Sie hat es nicht leicht, aber es hat sich doch gelohnt, oder? Ihr kommt genau richtig. El Jefe sorgt für Abendessen. Carlos Montero. Eso, eso! Eso! Dale, papá. Ese jefe, claro que sí, cojones. Dale, dale, dale! Oh. Okay. Wo warst du? Auf Erkundung. Blödsinn, wer ist das? Mein Name ist... Dich hat keiner gefragt. Spann dich, Papa. Das ist Dani von Libertad. Libertad geht mir am Arsch vorbei. Wo ist ihre Augenbinde? Papa, sieh dich um. Das sind Bauern, keine Kämpfer. Oder soll Chorizo allein gegen El Pequeño kämpfen? Hey, 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 lass Chorizo da raus, ja? Unsere Leute müssen lernen, Guerilleros zu sein, Camila. Von uns. Deshalb bin ich hier. Du siehst mir nicht nach Guerilla aus. Ich sehe nur einen Turi. Wenn der Turi uns Ärger macht, bist du schuld, Camila. Er mag dich. Willkommen in der Finca Montero, Heldin. Komm, Chorizo, heb dir das für den Nachtisch auf, Kumpel. Los! Alter. Ja. Einsatz abgeschlossen, ein Treffen mit, abgeschlossen, ja, abgeschlossen. Okay. Boah. Sprich mit Carlos. Ach, oh, das Guerriela-Lager-Einrichtungen, okay. Sprich mit dem Vorarbeiter, um von der Bauleitung, um Einrichtungen zu bauen. Baue und verbessere Lagereinrichtungen und verschiedene Vorteile zu erhalten, unterschiedliche Spezialisierung freizuschalten. Okay, richtig schön großes System. Lass alle stehen und liegen. Mein Freund Dani Trejo ist in Yara, um uns zu helfen, aber das Militär verfolgt ihn. Dani Trejo? Scheiß Jorge. Sin Machete, Dani Trejo?
As in Trejo from Heat, as in Navajos from Desperado? Fuck off, Juan. Er ist nicht aufgetaucht. Keine Ahnung, wo der Pisser war. Ich trinke ihn unter dem Tisch, seit er hier ist. Eigentlich trinkt er nicht. Aber das ist egal. Er ist jetzt hier. Not that I believe you at all, but if you two are such good friends, why don't you? Weil zwei da nicht besser als ein Was ist denn da jetzt los? Das ist perfekt. Er ist auf der Krokodilfarm Rey del Diente in Barrial. Beeil dich! Clara, ich habe die Monteros getroffen. Wie ist es gelaufen? Naja, Carlos will nichts mit mir zu tun haben, aber ich verstehe mich gut mit seiner Tochter. Sie ist meine Eintrittskarte. Du musst sie verstehen. Eine von ihnen werden. Der erste Schritt ist, dieses Lager zu verstehen. Ich sehe mich mal um. Okay, Dani. Pass gut auf dich auf. Oh. Sorry. 6000 Meter. Wo ist denn das? Im Arsch. Will ich da jetzt hin? Da will ich jetzt eigentlich nicht hin, ne. Nee, so, nächste Folge geht sowieso erst hier weiter. Dann schauen wir mal, was hier. Machen wir erstmal hier, ne? Das ist eigentlich besser. Oh, das ist ja cool. Ach, hier drinnen hat man Third Person. Das ist ja interessant. Okay, danke fürs Zuschauen. Tschüss, bis zum nächsten Mal.